Mein erster Berufswunsch war, glaube ich, Feuerwehrmann, wenn ich mich richtig erinnern kann. Und wo ich dann angefangen habe, Fußball zu spielen, war natürlich der große Traum, Profifußballer zu werden. Aber das war bei mir dann relativ schnell erkennbar, dass dafür das Talent nicht reicht. Und so dieser Weg in Richtung HR, Personalakquise, Personalentwicklung, hat sich dann eigentlich erst im Laufe bzw. gegen Ende vom Studium entwickelt. Als Personalentwickler bin ich zuständig für strategische und konzeptionelle Personalthemen. Das sind in erster Linie Instrumente für unsere Führungskräfte, dass die erfolgreiche Personalentwicklung machen können. Das geht von einem guten Onboarding-Prozess, also zum Konzept zu einem Onboarding-Prozess, bis hin zu einem Leitfaden zum Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen-Jahresgespräch. Generell auch die Beratung für unsere Führungskräfte oder auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Personalthemen. Und generell so das Thema Projekte, Personalprojekte, gerade zum Thema Personalmarketing, das dafür verantwortet. Also sprich, welche Maßnahmen können wir ergreifen, um als attraktiver Arbeitgeber am Arbeitsmarkt wahrgenommen zu werden. Darüber hinaus bin ich als Lehrlingsausbilder tätig, beziehungsweise auch für das Lehrlingsausbildungs- und Trainee-Konzept verantwortlich. Und zu guter Letzt auch für das Thema Gesundheitsmanagement seitens der Personalentwicklung zuständig. Dort in erster Linie zum Thema Wiedereingliederung nach einem längeren Krankenstand. Bei mir darf auf keinen Fall irgendetwas Scharfes fehlen, egal ob Chili-Gewürz oder Tabasco oder sonstige scharfe Soße. Jetzt nicht zu irgendeiner Süßspeise, aber ansonsten eigentlich fast zu jeder Mahlzeit kriegt das von mir eine Schärfe dazu. Die Reifenwelt ist bunt. Es ist nun mal zwingend erforderlich, dass man irgendeine spezielle Ausbildung gemacht hat. Wir sind offen für jede und jeden und freuen uns auch, wenn wir für bestimmte Bereiche oder Berufe auch mal Quereinsteiger begrüßen und dann entwickeln dürfen. Machen da euch am besten selber ein Bild vor uns und vor der Raiffeisenwelt. Wir können nochmal 10 Auszeichnungen mehr kriegen oder irgendwo anschreiben, wie gut wir sind. Ich denke, wichtig ist, dass man es spürt und das macht man in erster Linie, wenn man mit uns in Kontakt tritt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir inzwischen anbieten. Muss nicht immer zwingend gleich ein Bewerbungsprozess sein. Man kann auch mal uns unverbindlich bei einer Tasse Kaffee digital oder persönlich kennenlernen, egal wie. Oder auf einer Jobmesse oder man ruft bei uns an. Wir freuen uns, wenn wir euch als Teil der Raiffeisen-Familie begrüßen dürfen.